Hallo lieber Löwe, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, ist da eine Karte umgekehrt drin? Okay, nee. Also ich meine mit der Rückseite da auf der falschen Seite. Löwe, hier schaue ich dich an, hier dein Gegenüber. Du kennst das Spiel. Ist eine kollektive Legung. Es kann sein, dass du dich hier siehst und dein Gegenüber hier, ja, dass die Rollen vertauscht sind. Aber grundsätzlich konzentriere ich mich darauf, dass du hier bist und ich hoffe und wünsche, dass du meistens hier bist. Du solltest nicht immer in der verkehrten Rolle drin sein. Ja? Wenn ich hier nach deiner Energie greife und stattdessen von deinem Gegenüber erzähle, dann heißt das, dass du viel zu sehr von deinem Gegenüber vereinnahmt bist. Mit Leib und Seele und Geist und Herz und alles. Ja? Falls es sein sollte, ja, falls das so sein sollte, falls du bei jeder Legung, ja, falls du bei, sagen wir mal, bei 60%, 70% der Legungen in der umgekehrten Rolle bist, ja, beim Gegenüber dich siehst, ja, obwohl es dein Sternzeichen ist, das du hier anschaust, dann solltest du ein bisschen Abstand halten zu Tarot. Ja, eine Weile Pause machen und überhaupt von deinem Gegenüber auch ein bisschen Abstand nehmen. Ja, ein bisschen mehr zu dir finden, damit ich dich kopfdeckend greifen kann. Ja, schauen wir mal. Ich und du für Löwe. Es gibt dann übrigens noch einen Rabatt, der bis heute Abend läuft, gell? Samstag, 16. Juli. Nur bis Samstag, 16. Juli. Ich will dann nicht nächste Woche Mails haben, wo ja, die nach dem Code fragen. Das ist bis heute Abend gültig, 16. Juli. Den Code findest du auf meiner Webpage. Steht da geschrieben. Okay? Hier, erste Karte der Wagen. Veränderungen. Veränderungen aufgrund... basierend auf einer Entscheidung, die du getroffen hast dieses Jahr. Die Jahreskarte für 2022 ist die Liebenden. Da geht es um Entscheidungen, die dein Liebesleben nachhaltig prägen werden. Und das hier ist eigentlich die Karte für 2023. Aber ich habe das Gefühl, dass du schon einen Vorspann hast, ja? Es geht bereits in eine neue Richtung bei dir. Und ja, das ist eigentlich auch ganz normal. Ist ja nicht so, dass das Universum sagt, so, 31.12.2022, wir werfen jetzt die Liebendenkarte fort und geben den Leuten die Energie des Wagens. Das ist ja nicht der Fall. Es ist normal, dass hier... Entschuldigung, muss mich korrekt hinsetzen. Ist normal, dass hier die Geschehnisse so überlappen, ja, und... man dann noch Reste hat vom letzten Jahr und dann ein bisschen was vom neuen Jahr kommt. Und im neuen Jahr geht es für dich um große Veränderungen in deinem Leben, Löwe. Und du wirst, oder auch jetzt schon merkst du diese Veränderungen, die für dich anstehen. Das kann Jobwechsel sein, das kann Wohnungswechsel sein, das kann Zivilstatusänderung sein, ja. Das kann auch deine Lebensumstände betreffen, dass du zum Beispiel ab jetzt alleine sein wirst oder nicht mehr alleine sein wirst, ja. Was auch immer du bist, von dem gehst du weg. Okay? Gut. Was haben wir hier beim Gegenüber? Neu in der Kelche hier. Dieser Mensch sieht in dir die Wunscherfüllung. Ja, mit Neu in der Kelche sagt dieser Mensch, mit Löwe hätte ich, oder meine Zehn der Kelche, ich hätte ein Happy End. Grundsätzlich nehme ich von deinem Gegenüber eine sehr zufriedene Einstellung wahr. Also dass dieser Mensch heult nicht rum und sehnt sich nach dir. Das ist nicht der Fall. Es ist schon ein Mensch, der sehr zufrieden ist. Nur so dieser zehnte Kelch wäre so wie ein bisschen wie die Kirsche auf dem Törtchen, ja, wie das Sahnehäubchen sozusagen. Und es ist sowas wie die Krönung von etwas, das dieser Mensch bisher erreicht hat. Du siehst diese neuen Kelche hier, die sind hier wie Pokale ausgestellt. Dieser Mensch ist sehr stolz mit dieser Zufriedenheit, die er sie sich erarbeitet hat, die er sie sich gelernt hat, umgesetzt hat und sich oder spirituell weiterentwickelt hat, um jetzt an einem Punkt zu sein, wo er sie mit sich selbst zufrieden ist sozusagen und
Du wärst sowas wie ein Topping für ihn, für sie. Okay? Das wäre so wie eine Krönung am Ende dieser Ausbildung, dieser spirituellen Ausbildung, dieser Selbstverwirklichung, dieser Zufriedenheit, die er sie hier erreicht hat. Okay, was bei dir hier auf Herzensebene los? Drei der Stäbe hier. Mit drei der Stäbe habe ich das Gefühl, dass du hier grünes Licht erhalten hast. Bei zwei der Stäbe weiß man nicht so recht. Bei drei der Stäbe weiß man, das kommt gut. Du schaust hier vorwärts in Richtung Stabilisation, Regelung, Umstände, die erstellt werden. Also es ist nicht, oder bei der Wagen, ich habe ja gesagt, da wo du bist, da gehst du weg. Es geht nicht darum, dass du die Wohnung kündigst und jetzt nicht weißt, wohin. Es geht nicht darum, dass du den Job kündigst und dich mal orientieren möchtest. Nee, du hast die neue Wohnung, du hast den neuen Job, du weißt, mit wem du hier in eine Verbindung hineinkommst. Okay? Ist nicht so eine, du bewegst dich nicht weg einfach irgendwo hin. Du bewegst dich weg zu etwas hin. Okay? Was haben wir hier auf Herzensebene bei deinem Gegenüber? Fünf der Kelche hier. Eben, im Grunde zufrieden, fünf der Kelche hier. Dieser Mensch geht davon aus, dass es hier keine Chance mehr für euch beide gibt. Ja, geht hier davon aus, dass hier diese zwei der Kelche zwischen euch beiden nicht mehr entstehen können. Neun der Kelche plus zwei der Kelche, das macht dann elf der Kelche. Mit zehn wird die Kartenreihe abgeschlossen, mit Ass der Kelche geht es dann vorwärts. Das heißt, für diesen Menschen wäre eine Zusammenkunft mit dir ein nächstes Kapitel, das er sie eröffnen würde, zusätzlich zu dem, was er sie momentan hat. Hier haben wir Kopfebene, an sich zufrieden. Fünf der Kelche, ihm fehlen aber diese zehn der Kelche mit dir. Okay? Königin der Stäbe, zehn der Kelche. Königin der Stäbe, so sieht dich dein Gegenüber, das ist Löwe hier. Na, auch hier sieht man diese Löwen tanzen, okay. Löwe, es gab Momente, wo dieser Mensch sich gedacht hat, das hat Löwe so und so gesagt, so und so getan, weil er sie Löwe ist. Das ist so typisch Löwe. Hat sich dieser Mensch hier gedacht. Dein Gegenüber hält dich für einen typischen Löwen, ja, und gleichzeitig, Moment, dein Gegenüber glaubt, dass du eine Person bist, die sehr, 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 sehr viele Informationen braucht, bis er sie sich bewegt. Es ist so, wie wenn man dir bei einem Kinofilm zum Beispiel alle Infos geben muss. Ja, der Trailer alleine reicht dir nicht. Du musst den, gibt's da sowas? Extended Version vom Trailer musst du sehen, ja. Also nicht die eine Minute geht, sondern die fünf Minuten geht, damit du einigermaßen dazu bewegt werden kannst, einen Film anzugucken, ja. Das sagt dein Gegenüber. Und diese Karte beschreibt, wie er sie dich sieht. Du brauchst hier mit der Sonnenblume, brauchst du sehr viel Klarheit, bevor du dich bewegst hier. Wenn es um ein Restaurant geht, dann schlenderst du nicht die Straße entlang und setzt dich irgendwo hin. Dein Gegenüber sagt, dass du unbedingt genau recherchieren musst, beobachten musst, herumfragen musst, was das für ein Restaurant ist. Und erst dann gehst du dort was essen. Ja. Auch in Bezug auf euch zwei. Dein Gegenüber sagt, dass Löwe unbedingt sich absolut sicher sein muss, dass alles gut kommen wird, bevor er sie einen Schritt auf mich zumacht. Ja. Zehn der Kelche hier. Du siehst dein Gegenüber als einen Familienmenschen. Gleichzeitig hast du das Gefühl, dass dein Gegenüber manchmal, wie soll ich das beschreiben? Moment. Jetzt nicht Leute beleidigen. Löwe, du sagst, dass dein Gegenüber manchmal, kennst du diese Menschen, die ein Pokerface aufsetzen?
die lächeln, obwohl es ihnen schlecht geht. Oder das ist ja genau das. Und du hast das Gefühl, dass dein Gegenüber ein bisschen eine solche Person ist. Lächelt, obwohl da im Innern etwas los ist. Lächelt, obwohl hier gerade ein Spruch gefallen ist, der ihm eigentlich nicht gefallen sollte. Macht gute Miene zum bösen Spiel sozusagen. Gleichzeitig, oder das, was ich dir vorhin erklärt habe, dass dieser Mensch im Grunde zufrieden ist oder dass dieser Mensch hier eigentlich nicht herumsitzt und rumheult, aber im Innern, du ihr ihm fehlst für diese 10 der Kelche, das siehst du hier komplett. Du hast hier diesbezüglich den Durchblick, ja. Dir ist klar, dass dir ist schon klar, dass dieser Mensch seelisch unabhängig ist. Das ist dir klar. Da machst du dir keine, da machst du dir selbst nichts vor. Das ist ja auch gut. Ja, das ist ja auch gut. Rat des Schicksals, König der Kelche, Königin der Kelche, 7 der Schwerter hier. Die Umstände bringen euch zueinander, aber gesprochen wird nicht. Mit 7 der Schwerter rennt man hier vor einer Entscheidung davon und es geht hier bei 7 der Schwerter auch darum, dass man etwas nicht ausspricht. Es soll hier mit 2 Schwertern oder eine Entscheidung fallen und man soll sich dann hinsetzen und mit 3 der Schwertern soll man dann etwas sagen, das dem anderen wehtun könnte. Ja, sieht man dann die Wahrheit, ja, wenn die rosarote Brille abgenommen wird. Und das traut ihr euch noch nicht. Ich habe hier König der Kelche, Königin der Kelche, hier das Rad des Schicksals, das sind die Umstände. Ja. Ihr zwei werdet hier zusammengebracht für diese 10 der Kelche. Ihr werdet schon zusammengebracht. Aber es wird nicht geredet für den Moment. Ja. Und grundsätzlich, ja, ich habe hier 7 der Schwerter, hier habe ich den Wagen, 7. große Arkana. Das wird sich hier schon vorwärts bewegen, ja. Das ist eine kleine Arkana hier und es ist einfach hier für den Moment, ja, dass man hier nicht über das spricht, was beim anderen Schmerzen auslösen könnte. Das tut man momentan nicht. Warum? Weil man das hier genießen möchte, hier, das hier. Okay, ist ganz normal. Ich werde jetzt hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Dann werde ich diese Karten hier fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Der Rabatt ist auch dort aufgeführt, okay? Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.